Okay, dann gucken wir uns jetzt an. Kickflip lernen in einem Tag. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich skate ja selber auch. Folge für die, die es nicht wissen. Ich wollte noch nicht, dass es startet. Ganz ruhig, Alter. Ganz kurz. Ich will ja momentan einen Kickflip auf meinem, ja, beim Carpetboarden, keine Ahnung, ob man das so nennt, lernen. Ein Try. Erstmal um 4 Uhr, nee, um 5 Uhr nachts einen Kickflip versuchen. Wird gar nicht laut oder so. First Try. Hab noch nie einen geschafft. Boah, ich bin so tot, ich kann das nicht. Zwei Versuche. Der war nicht ganz, weil mein Fuß nicht drauf ist. Aber egal, wir machen den nächsten Stream und dann lerne ich ihn richtig. Oh boy, Alter, fast mein Bildschirm umgefallen. So, ich bin gespannt. Ich weiß, sie ist ja schon mal, war, wenn Tommy, ich, okay, wir gucken einfach rein. Marius. Trotzdem ganz kurz, ist er früher schon mal geskatet? Weil wenn nicht, der kriegt doch nie im Leben einen Kickflip in einem Tag hin, oder? Wechselnd. Duellieren wir uns auf unseren Kanälen und finden heraus, wer schneller Sachen lernt. In der letzten Folge auf seinem Kanal haben wir das gemacht. Oh! Und heute... Wir sind heute am Skatepark und werden innerhalb von einem Tag, also idealerweise, einen Kickflip lernen. Das Ganze sieht so aus. Ist das von Braille? Ist das Dingens? Wie heißt der? Aaron Kyle? Ich weiß den Namen gar nicht. Aaron Kyle. Geskated? Also ich habe schon mal Tony Hawk Pro Skate gespielt. Ich glaube, das ist auch meine Skating-Erfahrung. Das kriegen wir locker hin. Die ersten beiden Folgen sind an mich gegangen, würde ich sagen. Schauen wir uns mal das Equipment an. Dieses Video wird unterstützt von Skillshare. Ich habe auch ehrlich gesagt absolut gar keinen Bock, aber wir brauchen Sicherheitskleidung. Sonst werden wir uns sowas von wehtun. Die schaffen doch niemals dann. Wow. Warte, haben die gerade gesagt, die waren vorher noch nie skaten? Alter, wenn die den Kickflip in einem Tag schaffen? Aber niemals, oder? Aber warte, die müssen noch einen Ollie können vorher, oder? Boards. Einmal zwei baugleiche Skateboards. Lol, geil. Dubi-dubi-duba. Okay, wollen wir uns mal draufstellen? Ja, zeig mal, was du kannst. Ah, okay, aber der hat das schon mal gemacht, oder nicht? Also zumindest das, ey, oder? Ich hoffe, dass die Dinger nicht brechen. Die sehen leider um den Kickflip zu lernen, versuchen wir als erstes einen Olli zu lernen. Der Olli ist die Basis von so ziemlich jedem anderen Trick und sollte optimalerweise so aussehen. Oh, shit. Und nicht so. Olli in einem Tag lernen, wenn du noch nie geskatet bist? Ist schon schwierig so. Und Kickflip? Viele fangen an mit Skaten und hören irgendwie gefühlt beim Kickflip auf. Oh, ich wusste es, das sind so richtig, das sieht man direkt, das sind so richtig günstige Dingensboards. Oh nein. Mein erstes Board war auch so ein 15-Euro-Board, die sind halt leider komplett wack. Digga, was? So schön sollten die nicht brechen. Nicht jetzt, oder? Ja, was ist jetzt? Hab ich jetzt verloren? Ja, einfach die andere Seite nehmen. Ja, Marius hat es geschafft, einerseits sein Board hier mal kaputt zu machen, aber er hat es auch leider geschafft, zuerst den Olli richtig zu stehen. Das heißt, in der Luft war alles in der Luft, die Bewegung hat gestimmt und ich bin gelandet. Das neue Skateboard ist jetzt unterwegs, wird halt noch eine halbe Stunde, Stunde dauern, bis es da ist. Und also ich würde sagen, ich nutze die Zeit mal. Es wäre jetzt so geil, wenn ich es auch kaputt machen würde. Außerdem pausiert. Baby! Oh, stimmt. Tobias schreibt gerade, ich erinnere mich an mein Toy Machine Deck. Oh, Junge, ich bin ja auch schwer. Ich wiege jetzt momentan 109 Kilo. Und mir brechen Bretter leider zu schnell. Ich weiß, als ich einmal ein Board gekauft habe, das war so der 17-, 16-jährige Ryan, der komplett pleite ist, sich von seinem letzten Geld gefühlt ein neues Board holt, also ein Brett nur. Und, 20 Tricks auf dem Board, es ist sogar bei einem Kickflip gebrochen, die Tail einfach weggefetzt. War aber ein Leimfehler, oder ein, heißt es, Klebefehler auf jeden Fall. Und ich konnte mir ein neues Board davon holen, weil das ist wirklich nach 20 Tricks kaputt gegangen, so, das kann nicht sein. Junge! Ah! Puh. Ich glaube, ich mache auch mal Pause. Ja, also Marius hat jetzt... Neues. Thomas hat Neues. Er hat natürlich nur Pause gemacht mit Absicht, weil er einen fairen Kampf wollte und warten wollte, bis hier doch Marius ist. Marius auch ein neues Board hat. Das Board gegönnt. Man kann sagen, quasi das ist Plan B. Ach lol. Oh mein Gott. Fest oh, es ist ein bisschen, wie geiler ist das andere. Das ist ja was ganz anderes. Okay.
Doch um den Olli jetzt endlich wirklich mal zu lernen, haben wir uns auf YouTube ein Tutorial angeschaut, wie man einen Olli denn jetzt wirklich macht. Ist das wirklich ein Plan B-Dingens? Das sieht genauso aus wie das von gerade, irgendwie ein bisschen von oben jetzt. Oder ist das da wieder das günstigere? So, okay, das Erste, was ich jetzt auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass ich erstmal auf jeden Fall comfortable sein muss, mit dem Ding rumzufahren. Das ist klar, probiere ich es eigentlich mal ein bisschen. Und dann ist auf jeden Fall der wichtige Trick, erst den Pop zu üben, das heißt das Board quasi so schräg zu stellen und dann den Fuß richtig schräg drüber zu schleifen. Man springt mit dem Fuß quasi gar nicht hoch, sondern man schleift den drüber. Ist mega die schwierige Fußbewegung am Anfang so. Also schon heftig, dass überhaupt einen hinbekommen hat, finde ich. Dann wollen wir doch mal sehen, was die Tutorials und das Üben so gebracht hat. Kielflip fast gemacht, null. Stell mal vor, einer von uns beiden schafft jetzt einfach auszusehen, Kickflip direkt. Das Ding wird einfach bis zum Ende komplett rot sein. Rote Schuhe, Rip. Er macht halt den Heelflip einfach. What? Das ist schon mega anstrengend jetzt. Fast ein Varial Heel. Oh, clean eigentlich. Jo, der war gut. Für den ersten. Oder einen den ersten. Der einer der ersten. Krass. Wie er halt auch aus Versehen den Heelflip wirklich steht, gefühlt. Wenn er jetzt aus Versehen den Heelflip schafft, das wäre krass. Tobias schreibt noch, die haben die falschen Schuhe. Ja, stimmt, andere Schuhe wären natürlich smarter. Allerdings geht es natürlich mit den Schuhen bestimmt genauso gut, oder? Ich weiß nicht, ich habe solche Schuhe noch nie getragen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob es damit... Ich trage mein Leben gefühlt immer nur Skateschuhe. So, immer zwei Paar Schuhe. Eins zum Rausgehen, eins zum Skaten. Wenn das Paar Skateschuhe kaputt ist, dann wird mein Paar, was ich zum Rausgehen getragen habe, zu meinem Skateschuhpaar und dann nicht mit neuen Schuhe. Ja. Oh, ich habe seinen Olli leider nicht gesehen. Das war auf jeden Fall der beste Versuch, den ich bisher hatte. Oh shit, warte, den will ich sehen. Ich habe nur auf seinen Heelflip geachtet. Okay, der Heelflip war krasser, leider. Das war auf jeden Fall der beste Versuch, den ich bisher hatte. Junge, nochmal fast ein Heelflip? Kickflip. Naja, das Board hat sich halt in die Richtung von einem Heelflip gedreht und nicht in die von einem Kickflip. Aber erkennt auch keiner den Unterschied, so wenn man nicht skate. Also ich weiß noch, als ich habe, mein erster Trick war, also ich konnte erst einen Heelflip und dann einen Kickflip. Ich finde auch immer noch Heelflips einfacher. Aber generell sagen die meisten, Kickflip ist einfacher. Und ich weiß noch, ich konnte früher keinen Kickflip, habe mein Skateboard mit in die Schule genommen und alle so, mach mal Kickflip. Und früher habe ich noch immer erst gesagt, ja, ich kann keinen Kickflip, aber Heelflip, weißt du, wo der Unterschied ist? So, und dann habe ich den versucht und irgendwann habe ich einfach gesagt, ja klar, ich mache einen Kickflip und habe halt einen Heelflip gemacht, weil man checkt das dann halt nicht so. Es sieht halt beides gleich aus. Im Kickflip, aber darauf kommen wir später zurück. Ich will das Ding drehen, aber ich schaffe nie, meinen Fuß gerade hochzuziehen. Und dann geht der immer sonst hin und dann dreht er sich. Hebe ich schon vom Boden ab eigentlich? Macht einfach erst Heelflip lernen, dann Olli. Ja? Oh! Klar, ich bin jetzt kein Profi-Skater und ich kann auch nur so ein Olli so ganz auf Alibi. Aber heute ist das Ziel eigentlich ein Kickflip, deswegen ziehe ich mir erstmal ein Kickflip-Tutorial rein. Ey, wenn die am Ende einen Kickflip schaffen, ne? Mit den Ollis gerade. Junge, das wäre so heftig. Aus meinem Wacken Olli vielleicht einen Wacken Kickflip machen kann. Alle Leute, die so halbwegs skaten können und die den Olli gerade schon gesehen haben, denken sie jetzt mal, boah, Bruder, lern es mal Olli. Also wenn er so einen Kickflip schafft, Aaron Cairo. Boah, ey, Skateboarding made simple. So unreal aus, ne? Also ich habe mir das Tutorial gerade schon angeschaut, das sieht so leicht aus. Als ich das gesehen habe, er macht so einmal dieses Bein dann halt nicht gerade, sondern einfach so nach vorne und plötzlich macht er Kickflip. Das sieht so leicht aus. Es wird wahrscheinlich so schwierig sein, Alter. Ich finde, das sieht so krass aus mit der Slow Motion, ne? Ich zimmer mir auch immer öfter einmal das Board hier so in die Schienbeine rein. Das tut so weh. Ich finde es krass, dass noch keiner richtig hart hingefallen ist. Weil bei Ollis fallen noch oft Leute hin, die den versuchen, sich zu weit nach links oder halt nach rechts lehnen, je nachdem, mit welchem Fuß sie halt poppen, in die Richtung halt, und dann so zur Seite wegfliegen. Ist noch keinem passiert. Also ich hoffe, ich habe es jetzt nicht gejinxt und das passiert gleich jemandem. Wir hoffen mal, keiner fällt hin. Es wird die todesblauen Flecken geben. LOL. Ja, das sieht schon mal besser aus. Ich frage mich ganz halt, hey, wieso wird es denn da so kalt an meine Füße? Man sieht da einfach meine... LOL. Meine Haut. Ah, okay, ja, sind wirklich nicht die besten Schuhe dafür. Sie gehen dann leider echt schnell kaputt. Gerade beim Kickflip. Oh, LOL, Alter, das ist das alles schon hier? Also das ist so die typische Stelle, die vom Kickflip auch immer kaputt geht. Krass, okay, die haben sich ja richtig schnell abgenutzt, wenn die vorher nicht... Junge.
Oder nee, die waren hier wahrscheinlich schon vorher so, ne? Ich habe vorhin, ah doch, doch, hier sind die, glaube ich, auch so. Klassiker ist auch Beine zusammenziehen und dann hinfallen beim Landen. Ja, stimmt. Dann hinfallen und dann so zur Seite weg. Ja, also bisher, ich habe leider nicht aufgepasst. Ich glaube, die haben am Anfang gesagt, ob die schon mal auf dem Board standen oder nicht. Aber wenn die wirklich vorher noch nie auf einem Skateboard standen, ist es wirklich, also ich, hätte ich dann, also ich bin jetzt schon überrascht. Vor allem, wenn die den Kickflip schaffen. Ja, Mann. Das sind immer meine Zehen. Ja, moin. Oh shit, hat er keine... Sind die Socken... Achso, da ist das wahrscheinlich die Socken. Ne? Socken auch schon durch, RIP. Die Socken, die sind... Ich hoffe, der hat Panzerband oder so mit. Kann er das da drüber kleben? Oh, am Arsch. Aber wahrscheinlich nicht. Oh, RIP, der wird nach... Aua, oh, ist so langsam echt weh. Sein Fuß wird bluten. Ich muss da was reinstecken, weil wenn es weiter geht, blutig hier. Ja, mach wirklich. Oh, richtig hoch schon, aber. Ah, nein. Ah. Junge, Fuß umknicken ist so mies. Okay, so endet das Video wahrscheinlich auch, oder? Keiner lernt Kickflip, sondern jetzt ist vorbei. Oh, Fuß umknicken ist das Schlimmste. Ich hatte das schon ein paar Mal. Ich war nie beim Arzt damals. Ich dachte, also ich glaube, es war eine Bänderdehnung damals immer. Mein ganzer Fuß war auf jeden Fall fett und so blau, dass es runtergelaufen ist an der Seite. Ah, oh, shit. Oh, Junge, ich spüre den Schmerz richtig. Ich kann das nicht mal sehen. Ah, nein. Es fühlt sich ja an wie so ein Bruch. Der kann den nicht mehr richtig bewegen, wahrscheinlich, wenn es so richtig hart umgeknickt ist. Also, was heißt nicht bewegen, aber nicht so... Ah ja, egal. Aua. Oh, shit. So wäre ich kein Notarzt rufen oder so, Thomas. Aber wenn du nicht mehr spürst, ist nicht gut. Ich spüre schon. Okay. Oh, ich spüre. Oh, Junge, okay. Ich fühle es richtig. Wenn ihr noch bewegen kann, ist noch. Ja, weil sollen wir mal vielleicht auspacken und angucken? Ja. Ey, mir ist schon viel passiert beim Skaten. Ich bin wirklich, ich habe ein Board gegen den Kopf bekommen. Ich bin auf den Kopf gefallen, ohne Helm und sowas. Ich bin auf die Knie gefallen, aber umknicken ist wirklich mit das Schlimmste, wenn man so richtig hart umknickt. Ich weiß nicht. Das, ach, Junge. Nee, lass ich komme gar nicht drauf klar. Gucken wir uns das Blutbad mal an. Was soll ich sagen? Noch nicht so viel, ne? Scheinbar kann man sich beim Skateboard nicht nur die Knie, Ellenbogen, Handgelenke oder den Kopf verletzen, wo dann die Schoner geholfen hätten, sondern man kann auch mit dem Knöchel umknicken. Und zwar so, dass ich heute kurz bevor dieses Video online geht, fast 2 Wochen später immer noch Schmerzen habe. Ja, es ist wirklich 1:1 das. Das ist mir 2 oder 3 Mal auch passiert. Ich glaube nur 2 Mal zum Glück. Richtig mies. Dir ist ein Board an den Kopf gefallen, wie das. Ja, dumme Story. Wir haben Skate gespielt. Das funktioniert so. Einer macht einen Trick vor, der andere macht den Trick nach. Auf jeden Fall habe ich einen Trick versucht. Ich bin hingefallen. Mein Board ist weggerollt. Ich lag auf dem Boden. Ein Kumpel hat mir das Board zurückgerollt. Einfach so, weil er dachte, oh ja, das ist hier. Ich rolle ihm das zurück. Der steht eh gleich auf. Ich habe es nicht gesehen, weil ich lag. Und es ist mir voll gegen den Kopf. Wirklich, ich bin so aufgestanden. Ich habe einen richtigen Wutanfall bekommen. Ich bin so aufgestanden. Wer war das? Und dann habe ich so gesehen, dass mein Kumpel war und so, oh, sorry. Und dann dachte ich so, okay, ist nicht schlimm. Aber ich hatte dann hier irgendwo so eine Wunde und es war so richtig dick und angeschwollen. Ich war so mad in dem Moment, weil da rollt einfach einem Board gegen den Kopf. So, Junge. Ey, Big F, das tut mir so leid. Das mein Fuß ist leider im Arsch. Schmerz. Machst du nix? Oh, es ist so sad. Ich hätte jetzt richtig gerne einen Kickflip gesehen. Das ist mir das Schlimmste, was halt gefühlt passieren kann. So. Also dieses Umknicken, das ist richtig mies. Da hätte er lieber zur Seite wegklatschen können. Das wäre nicht so schlimm. Hast du nichts? Keiner von uns hat es irgendwie richtig hinbekommen. Du warst auf jeden Fall viel höher am Ende als ich schon. Aber ich bin auch echt hoch. Nicht gelandet. Ding. Wurde bisher mittlerweile auch schon wahrscheinlich 10.000 Mal in Zeitlupe eingeblendet, weil es absolut cool aussah. Heute gibt's keinen Punkt. Ich werde auf jeden Fall das Skateboard noch behalten und auch die Schoner. Und damit nochmal ein eigenes ganzes Video zu machen, in dem ich innerhalb von einer Woche dann richtig Skateboard lerne und auch mehrere Sachen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Auf seinem Kanal dann. Und zwar morgen am Sonntag, wo wir lernen, wie man möglichst lang die Luft anhält. Auch wenn sowas meistens länger als einen Tag dauert, liebe ich es mir. Hat er noch ein Video gemacht, weil ich habe jetzt echt spät drauf reacted. Tobias hat mir damals schon gesagt, dass es das Video gibt, aber da habe ich nie auf Videos reacted im Stream. Und habe dann das auch voll vergessen. Hat er dazu noch was gemacht? Mich würde das echt interessieren, wie er in der Woche halt nochmal skaten lernt oder so. Wahrscheinlich kam da noch nichts, ne? Gerade jetzt Winter und Corona ist natürlich auch nochmal ein bisschen RIP. Ich war auch schon ewig nicht mehr skaten. Nee, kam leider nichts. Ey, ich hoffe, ich freue mich wirklich drauf. Ich hoffe, er macht irgendwann noch ein Video in der Woche skaten lernen.
ich will das unbedingt sehen. Also ich fand das jetzt schon, ich fand es mega nice. Das mit dem Umknicken ist halt Big F. Also wenn er in der Woche scannen lernt, knickt er hoffentlich nicht um. So, das ist, Junge, es war wirklich das mieseste Gefühl, was einem direkt passieren kann mit, ah, Mann. Also außer natürlich ein Bruch oder so, wäre natürlich miese, aber das ist mit das Mieseste, was mir bis jetzt passiert ist. Ja, das war's mit dem Video, Freunde. Demnächst geht auch nochmal ein Video online, bei dem ich ein paar Tricks auf dem guten Brett hier lernen werde. Bin mal gespannt, wie das wird. Gucken, ob wir da nochmal einen Kickflip hinkriegen. Und was da noch alles so mit drin ist. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne mal ein Like da, Freunde. Auch gerne ein kostenloses Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und klickt doch auch mal auf das Video hier. Sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus, würde ich sagen, Freunde. Ja, der Titel spricht für sich. Ist ein lustiges Video geworden. Wir haben uns ein paar Ryan-Memes angeguckt auf meinem Discord. Also klickt sehr gerne drauf. Es ist sehr spät. Ich werde jetzt schlafen gehen. Gute Nacht.